Hallo Leute. Es ist sehr lange her, seit ich das letzte Mal in der Eiszeit gewesen bin. Aber ich muss zugeben, dass mich die Neugier gepackt hat und ich unbedingt wissen will, was aus Sid und all den anderen geworden ist. Also habe ich mich dazu entschlossen, noch einmal zurückzukehren. Tja, und da bin ich nun. Oh, eiskalt ist es hier aber immer noch. Oh, da oben auf einem Gletscher sehe ich ja schon einen alten Bekannten. Eben dieses komische Ding, diese Kreuzung zwischen Ratte und Eichhörnchen. Ah, es will mal wieder eine Eichel verstecken. Es versucht, ein Loch in das Eis zu schlagen, um die Eichel dort zu deponieren. Aber was ist das? Das Eis bricht und verschlingt den Kleinen. Oh, ich muss mal nachsehen. Er ist in eine große Höhle gerutscht und in einem merkwürdigen Raum gelandet. Er schaut sich um und stellt die Eichel auf eine Säule. Eine Säule? Ja, eine Säule mit Symbolen. Was ist das? Ein Licht geht an. Tja, ich glaube es nicht. Er befindet sich in einem Raumschiff. Und das Raumschiff startet jetzt auch noch. Oh nein, ich muss vom Loch weg. Es schießt aus der Höhle und fliegt ins All hinaus. Und was passiert dort? Naja, da niemand an Bord ist, der das Raumschiff führen kann, prallt es gegen ein paar Asteroiden und stößt diese aus ihrer Umlaufbahn. Oh je, hoffentlich geht das gut aus. Oh, ich höre ein paar Stimmen. Ich geh mal nachsehen, wo die herkommen. Aha, auf einem zugefrorenen Teich wird Eishockey gespielt. Ach, na sowas, das sind ja Manny und Peaches. Und Crash und Eddie sind auch dort. Na, das muss ich mir ansehen. Ein herrlicher Tag hier draußen auf dem Eis, wo Vater und Tochter um die Vorherrschaft im Eishockey kämpfen. Jetzt heißt es Peaches gegen Manny. Mammut gegen Mammut. Mano a Mano. Mima me Muma. Mama me Meme. Könntet ihr beide mal aufhören? Na gut, Fiesling. Da kommt das fitte Mammut mit dem schnellen Konter. Nie gab es einen härteren und zugleich anmutigeren Spieler. Der so verzweifelt ein Tor schießen will. Er täuscht rechts an, er täuscht links an. Und er täuscht vor, spielen zu können. Okay, Fellknäuel. Mal sehen, was du drauf hast. Du hast es bald. Peaches schlittert elegant auf Manny zu, der im Tor steht. Und schiebt den Puck rein. Ja! Sie gewinnt! Schon wieder! Oh, bitte. Den habe ich extra durchgelassen, weil ich ein guter Vater bin. Ja, na klar. Sieh's ein. Ich bin die Herrscherin der Eisfläche. Du klopfst dir ziemlich große Sprüche, Eisprinzessin. Na gut, wie wär's mit einer Revanche? Da kommt ja Peaches Freund Julian auf die Eisfläche gesprungen. Wuhu! Ja! Touchdown! Nein, nicht Touchdown! Wie heißt das? Hole in One! Oh! Julian! Oh! Entschuldigung! Schatz, ich hab ein Tor geschossen. Hast du das gesehen? Ja, und du warst umwerfend. Wow! Vorsichtig! Hey. Das Eis ist ziemlich eisig. Ich würde sagen, extra eisig mit noch extra Eis obendrauf. Aber ich werde immer besser, was? Oh je, Manny sieht etwas traurig aus. Peaches und Julian schäkern herum. Tja, Manny, so ist es, wenn Kinder erwachsen werden. Manny hebt die Eishockeyschläger auf. Na gut, wir spielen später weiter. Ah, da kommen Ellie und Sids Oma. Sie hat dir wohl wieder den Hintern vermöbelt, was? Und bei so einem Riesenhintern gibt's ganz schön was zu vermöbeln. Was heißt vermöbeln? Hier wurde niemand vermöbelt. Ich bin nur ein liebevoller Vater, der seiner einzigen Tochter seine Strategie beibringt. Ich wusste gar nicht, dass Verkacken eine Strategie ist. Ta-ta-da-da! Für dich, meine zukünftige Schwiegermutter. Butterblumen, der Sonnenschein der Natur. Ist nicht der Sonnenschein schon der Sonnenschein der Natur? Mhm. Aua! Oh, danke schön, Julian. Es ist sehr lange her, dass mir jemand Blumen geschenkt hat. Immerhin heiratest du unsere Tochter. Da musst du nicht ständig Geschenke mitbringen. Aber das macht mich überglücklich. Und für dich, mein Guru, mein Fels, mein Obermammut, für dich habe ich das größte Geschenk von allen. Warte, was soll denn das werden? Komm schon, Bro-Dad. Lass dich drücken. Oh. Julian stürmt auf Manny zu, umarmt und erdrückt ihn fast. Ich spüre, wie dein Herz pocht. Okay, jetzt ist aber Schluss damit. Hey, gewöhn dich lieber daran. Bald wohnen sie direkt nebenan.
Komm, Julian, wollen wir? Sag mal, wolltest du mir nicht helfen? Bei dieser Sache? Oh, richtig. Dieser Sache. Da war ja noch diese Sache. Ich kann ja die Sache machen. Nein! Ist so ein Mädchending. Hey, mach du doch so lange ein Männerding. Du verbringst viel zu wenig Zeit mit deinen Freunden. Tatsächlich. Wir sehen uns nachher. An diesem besonderen Tag. Okay. Na, hast du ihnen schon von unserer Entscheidung erzählt? Nein, ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt. Komm, Romeo, wir gehen ein Stück. Ich will sehen, wie die Schmetterlinge aus ihrem Kokon schlüpfen. Wow, echt jetzt? Nein. Bis später, Liebling. Oh, ich weiß noch genau, wie das war, als Manni und ich so gewesen sind. Ist nichts für mich. Erst lieben, dann abhauen und kräftig abkassieren. Das ist mein Motto. Wie rührend. Aber Moment mal, wo steckt eigentlich Sid? Oh, ist er das dort hinten? Ja, und er scheint Selbstgespräche zu führen. Also, das muss ich mir anhören. Ah, mi amor. So viele Ladies haben vergeblich versucht, Sid den unwiderstehlichen Superhengst zu satteln. Alles klar. Sid übt wohl für einen Heiratsantrag. Aber mit dir möchte ich alles teilen. Du bist der Wind unter meinen Flöhen, die Algen in meinen Augen. Willst du meine Gefährtin fürs Leben sein? Sydney? Sydney, wo steckst du? Da kommt ja seine Angebetete. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich muss dich was fragen. Willst du mich heiraten? Sid, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich mache Schluss mit dir. Was? Aber ich habe schon unsere Zukunft geplant. Unsere Hochzeit, unsere Kinder. Mami. Unser Familiengrab. Sag mal, spinnst du? Wir hatten doch erst ein Date. Für ganze 14 Minuten. Ja, aber mir kam's vor wie 20. Och, wie süß. Sid reicht seiner Traumfrau einen Ring. Ach, ich kann das nicht. Ein Ring? Ich meine, der Ring gefällt mir, aber nein, ich kann nicht. Du bist so anhänglich. Was meinst du mit anhänglich? Und schon hängt Sid an ihrem Hals. Oh! Und übrigens, du siehst kein bisschen so aus wie auf deinem Profilbild. Francine, du musst dich außerhalb deiner Spezies umsehen. Franny! Mit diesen Worten verschwindet Sids Liebe. Manni und Diego liegen gemeinsam am Fluss und blasen Trübsal. Ach, Weiber. Ah, Weiber. Was ist mit denen? Ich werde nicht schlauer sehen. Ellie zum Beispiel. Das Leben mit ihr ist toll. Es gibt keine Überraschungen, keine Veränderungen. Aber heute hat sie gekichert. Kichert Shira manchmal einfach so? Shira hat sich so mit dem Kichern. Ellie hat gekichert. Hab keine Ahnung, warum die sich so merkwürdig aufführt. Ach, Weiber. Da kommt ja Sid. Er sucht wohl die beiden. Hallo. Apropos merkwürdig. Sid sieht Manni zu spät und prallt mit seinem Kopf gegen dessen Hinterteil. Oh, hi, Manni. Du hast da üblen Mundgeruch. Was ist denn mit dir los? Oh, nichts. Alles in Butter. Fabelhaft. Zippidi-dippidi. Okay, lass mich raten. Sie hat dich abserviert. Was stimmt denn nicht mit mir? Alle haben doch jemanden. Komm, jetzt wirst du erst mal gewaschen. Eine gute Idee, denn Sids Fell ist ja total verklebt von seinen Kullertränen. Manni taucht Sid 2-3 Mal in den Fluss und setzt ihn dann auf Diegos Rücken. Gemeinsam begeben sie sich ins grüne Tal. Der arme Sid, sein Leiden findet kein Ende. Alles, was ich will, ist wahre Liebe. Ist das denn zu viel verlangt? Warum ist das so still? Weil die Welt meinen Verlust betrauert. Ellie? Peaches? Wo sind denn alle hin? Plötzlich springt hinter den Büschen Mannis Familie hervor und zahllose Freunde. Überraschung! Ja! Eine Überraschungsparty für Manni? Aber warum? Da kommt ja auch schon Ellie auf ihn zu. Tada! Alles Liebe zum Hochzeitstag, Schatz. Hochzeitstag? Oh nein, das war also die Sache. Okay, jetzt bist du dran, Bro-Dad. Ja, wir wollen sehen, was du für Ellie hast. Manni! 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 Hey, gut! Also, wie wär's mit einem Applaus für Ellie?
Ja! Oh. Er hat's vergessen. Es tut mir so leid für Ellie. Auweia. Mal sehen, wie Manny da rauskommt. Ellie, ich... Was ist das? Oh, ein Feuerwerk am Himmel. Hat Manny den Hochzeitstag also doch nicht vergessen? Er hat's doch nicht vergessen. So groß ist Mannys Liebe zu ihr. Manny und Sid gehen etwas beiseite. Gut gerettet mit dem Feuerwerk. Warte, du warst das gar nicht? Wer war es dann? Oh, Manny. Ja, das würde ich auch gern wissen. Naja, jedenfalls ist Ellie gerührt. Ich hatte schon Angst, dass du es vergisst. Aber du lässt für mich den Himmel erstrahlen. Wie hast du das gemacht? Also ein Zauberer verrät seine Tricks nie. Oh, ich danke dir. Wow, Dad, das beste Geschenk aller Zeiten. Du, mein Guter, bist ein Vorbild für eheliche Exzellenz. Ich werde euch sehr vermissen, wenn wir von hier fortgehen. Um ehrlich zu sein, ich hatte es Ihnen noch nicht erzählt. Oh, Überraschung. Ihr geht fort? Ich dachte, ihr wolltet die ersten Jahre noch bei uns wohnen. Ja, ich weiß. Aber Julian und ich wollten uns noch ein bisschen treiben lassen. Treiben lassen? Ja, herumreisen, Horizonte erschließen, sehen, wohin es uns verschlägt. Kein Plan ist der beste Plan. Das ist meine Philosophie. Hors d'oeuvre? Das ist weder ein Plan noch eine Philosophie. Und auch nicht besonders sicher. Dad, wir sind jung. Um die Sicherheit kümmern wir uns, wenn wir alt und langweilig sind. So wie du und Mom. Ich denke, wir sollten jetzt... Entschuldige mal, das ist eine Familiendiskussion. Bin ich denn nicht Teil eurer Familie? Noch nicht, mein Lieber. Was ist denn mit Sid los? Er starrt unentwegt zum Himmel hoch. Oh nein, da rast ein Feuerball auf die Erde zu. Ein Asteroid? Sid macht Diego darauf aufmerksam. Sieht das für dich nach einem Problem aus? Ein Feuerball, der direkt auf uns zurast? Das soll ein Problem sein? Aber Diego hält es für richtig, Manny zu informieren. Manny, wir haben ein Problem. Nicht jetzt, ich habe ein Problem. Das hier ist größer. Glaube ich nicht. Manny! Was? Diego zeigt auf den Feuerball und Manny reißt entsetzt die Augen auf. Manny? Okay, die Party ist zu Ende, Freunde. Einen schönen Abend noch. Mann, und verzieht euch jetzt. Was redest du denn da? Die Party hat doch gerade erst angefangen. Ja, ich werde nur langsam müde. Ihr solltet jetzt gehen und duckt euch. Geht in Deckung. Hey, was ist denn in dich gefahren? Oh nein, da kommen noch mehr Asteroiden. Jetzt sehen auch die anderen das Unheil. Oh Mann, wir müssen alle in Deckung gehen. Seht nur, da kommen noch mehr. Meteoriten? Ist ja schaurig. Mannys Liebe bringt uns alle um. Gehört das auch zu deiner Zaubershow für mich? Abracadabra? Könnt ihr das vielleicht später klären? Kommt, wir müssen in Deckung gehen. Ach, sehr gut. Manny und all die anderen rennen zur Höhle, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Da laufe ich mal hinterher. Puh, das war knapp. Dicht neben dem Eingang der Höhle ist ein Asteroid eingeschlagen. Hier drin scheinen wir sicher zu sein. Hey, es klingt so, als würde es nachlassen. Sid geht zum Höhlenausgang und schaut hinaus. Ja, ist definitiv vorbei. Ein Fehler. Genau in diesem Augenblick kommt ein Nachzügler vom Himmel und schlägt vor seinen Füßen ein. Vom Rauch eingehüllt und mit leicht versenktem Fell kommt er wieder herein. Bis auf den da. Wir sollten uns überlegen, ob wir für ein Weilchen abtauchen. Zur gleichen Zeit fliegt eine Vogelsaurierfamilie durch die Gegend und klaut einer Dino-Mama im Fluge ihr Ei. Die Dino-Mama läuft ihnen verzweifelt hinterher. Ja, seht euch das an! Ich hab ein Ei! Wie viele hast du denn geklaut, Roger? Müssen wir die Eier von anderen klauen? Ich meine, wollen wir nicht mal vegan essen? Klar, hauen wir uns ein paar Veganer rein! Ja. Sohn, manchmal frage ich mich, wie du dich in unsere Familie geschlichen hast. Plötzlich taucht jemand auf, der ihnen das Ei wegrapscht. Es ist Buck, das einäugige Wiesel.
Er will das Ei der rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben. Ach ja, es gibt noch echte Helden auf dieser Welt. Dieses Wiesel ist eine echte Spaßbremse. Hauen wir ab, Kinder! Keine Sorge, Ma'am. Ich schnapp mir die Bande, die sie um ihre Eier gepellt hat. Buck gibt der Dino-Mama nun das Ei zurück. Bitte sehr, Milady. Liebevoll schlägt sie mit ihrer Riesenzunge über Bucks kleinen Kopf. Geh, ich locke sie weg. Die Dino-Mama verschwindet schnell, während Buck die Vogelsaurier ablenkt. Oh, hat Spaß gemacht. Gleiche Stelle, gleiche Welle nächste Woche. Schon ziemlich schlau, dieses Wiesel. Buck biegt eine Palme fast bis zum Boden und lässt sich von ihr hoch in die Luft katapultieren. Und weg ist er. Tschüsschen! Ich gratuliere, Wiesel. Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben. Bucks Flug ist hoch und weit und die Landung hart. Aber nicht nur das. Als er auf dem Boden aufschlägt, gibt er nach und Buck rutscht durch einen Tunnel in ein unterirdisches Höhlensystem. Hier entdeckt er aus Stein gehauene Statuen und eine große Tafel mit einer Botschaft. Potzblitz! Was ist das hier? Interessiert sieht er sich alles an, nimmt die Tafel und sucht dann nach einem Ausgang. Manny, seine Familie und Freunde haben sich inzwischen aus der Höhle gewagt und sehen sich den großen Krater an, der beim Aufschlag des Asteroiden entstanden war. Aber was passiert denn jetzt? Aus dem Krater wird ein großer Schatten geworfen und irgendetwas versucht da herauszukommen. Manny und die anderen erstarren vor Schreck. Es ist Buck, das Wiesel. Übrigens ein alter Freund von Manny, Diego und den anderen. Oh, hallo Säugetiere. Hi, Buck. Hey, Buck. Willkommen zurück, Kumpel. Moment, dieser halbe Happen ist der Dinosaurierflüsterer? Und ein erstklassiger Salsa-Tänzer. Wow, hab nur ein Auge, aber noch alle Originalbeißer. Willst du mal zählen? Nein, danke. Coole Augenklappe, voll Gangster-Style. Danke, der Kleine gefällt mir. Buck, was soll der Quatsch? Also ich, was? Ich wollte nur nett sein. Aber wie sagt man jemandem, dass er dem Tode geweiht ist? Ich lache mir einen Ast. Hier ist keiner dem Tode geweiht, das war nur ein Meteoritenschauer. Die Show ist vorbei. Oh, ganz im Gegenteil, alter Knabe. Das war erst der Anfang, denn ich bin auf eine Prophezeiung gestoßen. Buck erzählt von seiner Entdeckung unter der Erde und zeigt ihnen die Tafel. Ich habe diese Tafel von vorn nach hinten gelesen. Die Geschichte, die darauf erzählt wird, ist äußerst beunruhigend. Alle 100 Jahre oder so erfährt die Erde eine kosmische Grundreinigung. Vor den Dinosauriern gab's diese Pfeilschwanzkrebsartigen Viecher. Wirk. Dann schlug am Fuß dieser Gebirgskette ein Asteroid ein. Bumm! Bye bye! Danach Dinosaurier, Gebirgskette, Asteroid. Bumm! Bye bye! Und gleich nach der Werbung Säugetiere, Gebirgskette, Asteroid. Bumm! Bye bye! Dämliche Säugetiere. Das sind wir. Yep, und da ist sie. Die Mutter aller Asteroiden rast auf uns zu. Auch wenn wir uns einbuddeln, wird uns das nicht retten. Diego schaut hoch zum Himmel und sieht ein mächtiges Leuchten. Dieses Ding war vorher noch nicht da. Vorher sah der Himmel anders aus. Keine Sorge, ich habe nämlich einen Plan. Wirklich? Wie man einen Asteroiden aufhält? Hör zu, die letzten beiden Asteroiden sind exakt an derselben Stelle auf die Erde geplumpst. Und das wird auch diesmal passieren. Buck zeigt auf einen großen Gebirgszug, der vor ihnen liegt. Wir müssen darüber gehen und nachsehen, was den Asteroiden anzieht. Und wenn wir wissen, warum er kommt, können wir uns überlegen, wie wir ihn umleiten. Dein Plan ist sowas von dämlich. Hätte er eine Visage, würde ich reinschlagen. Damit ich das richtig verstehe, statt vor einem todbringenden Asteroiden wegzurennen, willst du, dass wir direkt auf ihn zulaufen? Ich weiß, es klingt suboptimal. Aber die gute Nachricht ist, der tötet uns sowieso, egal wo wir hinrennen. Na, das ist ja beruhigend. Okay, selbst wenn wir es bis zur Einschlagstelle schaffen, wie sollen wir ändern, was buchstäblich in Stein gemeißelt ist?
Ach, mein zynischer Freund. Die Dinos wurden von der Erde hinweggefegt, aber einige konnten sich retten. Sie haben ihr Schicksal verändert und genau das können wir auch tun. Wer ist dabei? Na, was meint ihr? Ganz ehrlich? Ich fürchte, das Wiesel hat recht. Nein! Hört nicht auf das Wiesel! Es ist völlig bekloppt! Entschuldigt, ich bin gern der Advocatus Diaboli. Und ich sehe dabei fabelhaft aus! Tja, Buck hat uns schon mal das Leben gerettet. Aber was ist, wenn er es diesmal nicht kann? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber ich fürchte, unser Leben geht zu Ende, bevor es auch nur begonnen hat. Es sieht so aus, als ob Manny eine Entscheidung getroffen hat. Okay, ich sag mal, wir sind dabei. Crash und Eddie, angetreten in Reih und Glied. Glied. Sehr witzig, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Okay, wir müssen uns auf den Weg machen, denn die Zeit bis zum Einschlag beträgt ungefähr 2 Tage, 4 Stunden, 1 Minute und 16 Sekunden. 15 Sekunden, 14 Sekunden. Drei. Ich glaube, wir haben's gerafft. Ich glaube, wir werden alle dahin gerafft. Und so machen sich alle gemeinsam auf den Weg. Sie sind noch nicht allzu lange fort, als die diebischen Vogelsaurier zum Krater kommen. Wo ist er? Wenn ich mit diesem einäugigen Wiesel fertig bin, braucht es 2 Augenklappen. Ich bewundere deine Blutrünstigkeit, Gerti, aber du hast sie doch gehört. Ein Asteroid ist im Anflug. Das verändert einiges. Heiliger Schneeball, es ist eine Kälte hier oben. Da ziehen sich gern gewisse Körperteile zurück. Ah! Hör auf, dich wie ein Papagei aufzuführen. Nur gut, dass du die Augen deiner Mutter hast, sonst wärst du komplett nutzlos. Was siehst du? Nichts. Nichts. Tödlicher Asteroid, der auf die Erde zurast. Doch dann entdeckt er Buck, weit hinter den Gletschern. Moment, da ist er. Ist ja ein Jammer. Er ist ganz schön weit weg. Zu weit, um ihn per Flug zu erreichen. Was soll's, fliegen wir nach Hause. Wir werden uns nicht zurückziehen. Bevor dieses Wiesel daherkam, hat sich unsere Familie die gestohlenen Dino-Eier auf ehrliche Art und Weise verdient. Auf ehrliche Art und Weise mit Stehlen? Irgendwie ironisch, oder? Außerdem, warum das Wiesel platt machen, wenn uns der Asteroid alle platt macht? So gute Sehkraft, so wenige Vision. Wenn wir verhindern, dass das Wiesel und seine Freunde den Asteroiden umleiten, kabums! Dann stirbt das Wiesel und alle anderen auch, während wir da oben sind und über alles hinweggleiten. Das wird unser Paradies. Das erscheint mir höchst unwahrscheinlich. Schon aus rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Schön. Ist echt ein toller Plan. Hammermäßig. Zählt zu den besten 3 oder 4 Plänen zur Auslöschung einer Spezies, die ich je gehört habe. Wer sagt's denn? Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass der Asteroid auch einschlägt. Können wir uns nicht einfach vom Weltuntergang fürchten, wie normale Familien? Unsere Freunde haben schon ein gutes Stück des Weges geschafft. Eddie und Crash wundern sich, dass Buck an jedem Stein herumschnüffelt. Was machst du da, Buck? Jeder Stein erzählt eine Geschichte. Wo wir waren und wohin es uns verschlägt. Also schnüffeln Eddie und Crash ebenfalls. Das da allerdings ist ein Kackhaufen. Peaches liegt unterdessen etwas auf dem Herzen, das sie unbedingt loswerden muss. Sid hört dem Gespräch zu. Julian, ich muss es dir sagen, wenn wir es nicht schaffen, wenn wir niemals heiraten, du bist der Einzige für mich. Hey, komm schon. Natürlich schaffen wir es. Selbstverständlich heiraten wir. Und wenn uns das Universum damit sagt, dass wir es nicht schaffen? Ihr wollt euch von einem winzig kleinen, nur 500 Kilometer großen Asteroiden eure Pläne durchkreuzen lassen? Wie sollen wir über unsere Zukunft nachdenken, wenn wir keine haben? Ach, wir halten das Ding auf und dann heiratet ihr. Badabing, badabum. Dicht hinter ihnen gehen Manny und Ellie. Manny schüttelt nur seinen Kopf. Uns fällt buchstäblich der Himmel auf den Kopf und sie denkt, wir würden sie mit Meister planlos im Wiegeschritt durch die Wildnis schlendern lassen. Hack doch nicht immer auf ihm rum. Komm schon, Ellie, du bist doch nicht immer noch sauer auf mich, oder? Nein, ich bin nicht mehr sauer, weil ich unsere vielleicht letzten gemeinsamen Tage nicht so verbringen möchte. Aber wenn wir diesen Planetenkiller-Weltallbrocken überleben sollten, dann kannst du was erleben. Wenn wir überleben, verlieren wir unsere Tochter. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Was ist, wenn... Oh, genau. Wir zerstören ihre Beziehung, stimmt's? Dann müssen wir sie nicht gehen lassen und sie bleibt für immer und ewig unser kleines Mädchen. Nein, du Psychopath.
Wir sollten sie überzeugen, dass es besser ist, wenn sie in unserer Nähe bleiben. Oh, das ist viel besser. Finde ich gut. Bloß wie? So wie wir sie immer dazu kriegen, das zu tun, was wir wollen. Wir lassen sie glauben, es wäre ihre Idee. Du hinterhältiges, raffiniertes Biest. Hoffen wir nur, dass unser Trick noch funktioniert. Gefunden! Plötzlich springt Buck vor die beiden und zeigt ihnen einen Stein. Sehe da, Säugetiere! Eine Vorschau auf den Asteroiden, der da kommen wird. Ein Himmelsstein. Frisch aus dem Kosmos. Ich schmecke Eisen, Kohlenstoff. Oh, ein Hauch von Nickel. Tja, das Weltall schmeckt einsam. Hey, seht mal, ich habe noch einen gefunden. Ich auch. Aber als Crash und Eddie sich zu nahe kommen, werden sie von den Steinen gegenseitig angezogen. Fantastisch. Damit können wir in unserem letzten Stündlein spielen. Du schnallst nicht, worum es hier geht, Tiger. Das sind Magnete. Und wenn diese Himmelsteine magnetisch sind, ist es dieses Ding auch. Und das kann nur eins bedeuten. Mit stolz geschwellter Brust lässt Buck nun den Wissenschaftler raushängen. Gentlemen, wir wissen Folgendes. Himmelsteine, magnetisch. Asteroid, auch magnetisch. Das ist übrigens Professor Buck Weasel. Er kennt den Kosmos. Ipso facto und ergo muss es an der Einschlagstelle haufenweise von diesen Dingern geben, die den Asteroiden anziehen. Oh, Pythagoras Buck. Er hat immer den passenden Satz. Was, wenn wir die Magnete benutzen, um die Asteroiden woanders hinzulocken? Nämlich nicht in Richtung Erde. Theoretisch gesprochen, wenn wir genug davon ins Weltall schießen können, werden sie den Asteroiden von seinem Kurs ablenken. Auf solche Art und Weise retten wir die Welt. Das heißt, wir müssen nur zur Einschlagstelle gehen und einen Haufen Gestein ins All ballern. Ha, nichts leichter als das. Ja klar, ist ja wohl das reinste Kinderspiel. Das ist ein Fortschritt. Jetzt wissen wir genau, was wir nicht wissen, wie wir es anstellen sollen. Vamonos, Säugetiere. Dieser Weg führt uns geradewegs zur Einschlagstelle. Oh oh, was die Freunde nicht bemerken ist, dass ihnen die gefiederten Diebe ganz dicht auf den Fersen sind. Na gut, Kinderchen, amüsieren wir uns ein bisschen. Au! Buck sieht die drei oben am Himmel, aber er lässt sich nichts anmerken und führt die Gruppe in den Wald hinein, um zum Fluss zu kommen. Er weiß, dass die Vogelsaurier im Wald nie angreifen würden. Guter Schachzug, Wiesel. Bleibt wachsam, Kinder. Die können sich nicht ewig verstecken. Puh, ganz schön schattig hier im Wald. Und irgendwie liegt eine gewaltige Spannung in der Luft. Es knistert regelrecht und allen stehen die Haare zu Berge. Ladies und Gentlemen, wir sind in ein elektromagnetisches Feld gewandert. Ich schlage daher vor, wir halten uns von den Bäumen fern. Klar, kein Problem. Wir laufen ja nur durch einen Wald. Mann, Mutter Natur hat gerade ziemlich schlechte Laune. Nur gut, dass wir uns gegenseitig helfen können. Oh, wie sage ich doch immer, bleibst du in der Nähe, bleibst du am Leben. Buck führt sie wieder aus dem Wald heraus. Darauf haben die Vogelsaurier nur gewartet. Da sind sie! Auf freiem Feld! Wie dumm kann man sein? Kommt schon, Kinderchen, Sturzflug! Buck redet auf alle ein, bloß keine Reibung zu erzeugen. Aber Eddie und Crash halten sich natürlich nicht daran und lassen einen Energieblitz entstehen, der in den Himmel schießt. Dieser Blitz trifft die drei Angreifer. Und zwar heftig. Kommt! Nichts wie weg hier! Schnell, Oma! Jetzt mach mal nicht so ein Stress! Ich wurde öfter vom Blitz getroffen! Ah, Oma! Als du halt geduscht hast! Die Gruppe geht weiter, bis Buck irgendwann anhält und sich umsieht. Okay, Säugetiere, hier schlagen wir das Nachtlager auf. Nachtlager? Was ist denn mit dem Weltuntergangskollisionsszenario? Der Asteroid ist doch noch einen Tag entfernt. Und wie mein Großvater zu sagen pflegte? Roter Himmel in der Nacht und der Seemann lacht. Purpurner Himmel in der Nacht, wer hat meine Fußcreme weggebracht? Ich brauche Fußcreme! Opa war schon ein sehr verwirrtes und wütendes Wiesel. Diego und Julian lachen gemeinsam.
Manny beobachtet die beiden. Du bist echt lustig, Jay. Ah, hör doch auf, du bist lustig. Alles in Butter, mein Bruder, einer Tigermutter. Hasta mañana, Jayman. Das Gespräch scheint beendet. Julian zieht sich zurück. Neugierig geht Manny zu Diego. Was war das gerade? Was meinst du denn? Oh, das ist eine coole Art, Tschüss zu sagen, hat Julian mir gezeigt. Schön, dass euch die Apokalypse einander näher bringt. Ist ein guter Junge, Manny. Ich mag seine Philosophie. Gib ihm eine Chance. Schließ Freundschaft mit ihm. Das hat Ellie gehört, die gerade auf die beiden zukommt. Freundschaft? Das ist eine gute Idee. Oh, na klar. Versteh schon. Du übernimmst Julian. Ich hab schon eine Idee für Peaches. Manny geht zu Julian, der gerade fröhlich vor sich hin trällert. Hey, Bro-Kid. Oh, hey, Bro-Dad. Bisschen abrocken? Babam, 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 bam, bam, bam. Okay, wie wär's stattdessen mit einem kleinen Spielchen, bevor wir schlafen gehen? Gibt's ja nicht. Du willst mit mir spielen? Wow. Was ist Ehre pur hoch 1000? Nein, hoch 1 Million. Denn was immer da rauskommt, so voll geehrt fühle ich mich. Heißt das... Ist das ein Ja? Ja, das ist ein Ja. Das ist ein Oberja. Das ist ein Ja mit jeder Menge A's hinten dran. Gewissermaßen also ein Ja. Toll. Wir sehen uns auf dem Eis. Während sich Julian als Eishockeyspieler versucht, was leider kläglich ausgeht, da er nicht mal auf dem Eis stehen kann, spricht Ellie mit ihrer Tochter. Ellie hat Eddie und Crash instruiert, dass sie für sie ein paar Babys spielen sollen. Auch Sid und seine Oma haben eine Rolle zu spielen. Meinst du, du bist bereit, ganz alleine durch die Wildnis zu streifen? Ich bin ja nicht allein. Ich habe Julian. Sicher. Aber bei den vielen Asteroiden, ohne echtes Zuhause, ohne jede Unterstützung. Denkst du, du bist bereit? Für das hier? Ich bin ein winzig kleines Baby! Stell dir vor, du bist im Wald auf der Suche nach etwas Essbarem und dein Baby wird krank. Was tust du? Nein, nicht hin und her wiegen, das ist ganz schlecht. Oh nein, jetzt hat der Ältere sich das Knie aufgeschürft und irgendwas steckt in seiner Nase. Mami, halt mich fest! Beide Babys weinen jetzt. Du hast nichts zu essen und plötzlich stehst du einer tollwütigen Bestie gegenüber. Ich bin eine tollwütige Bestie, die Babys mit Tollwut ansteckt. Und außerdem läuft ein Brandstifter herum. Wie willst du damit klarkommen, ohne unsere Hilfe? Naja, also ich finde, man kann es mit einem Horrorszenario auch übertreiben. Wie läuft es denn bei Julian und Manny auf dem Eis? Oh, so knapp. Die Pucks sind ganz schön schnell. Behalte den Puck immer im Auge, bis du ihn mit dem Stock erreichst. Oh, ich hab's geschafft. Schade, dass du mit Peaches fortgehen willst. Wenn ihr bleiben würdet, könnten wir das öfter machen. Okay, zeig mir alles. Ich bin ein Eishockey-Ninja. Hey, Peaches, du hast einen neuen Partner fürs Eishockeyspielen als Ersatz für deinen Dad. Oh, oh. Diese Bemerkung hätte er sich lieber verkneifen sollen. Manny holt mit seinem Schläger aus und schießt Julian den Puck gegen den Kopf. Oh, ouch! Oh nein. Nein, nein. Natürlich ist das keine Absicht gewesen. Einfach nur ein Unglück. Peaches kümmert sich sofort um ihren Liebsten und macht ihrem Vater verständlicherweise Vorwürfe. Wie konntest du ihm das antun? Ich dachte, du magst Julian. Und wie ich ihn mag. Aber du verhältst dich nicht so. Wenn du ihn ansiehst, dann siehst du nur ein Hindernis. Oder noch schlimmer, eine Zielscheibe. Aber ich sehe einen süßen Jungen, der sich alle Mühe gibt, dich zu beeindrucken. Peaches. Nein, ihr beide solltet endlich aufhören. Wenn wir überleben, heirate ich ihn immer noch und wir gehen immer noch von hier fort. Ob ihr euch nun für mich freut oder nicht. Eindringlich sieht Ellie Manny an. Sieh mich nicht so an, sie hat gesagt, ihr beide. Das heißt, du auch. In der Nacht, als alle schlafen, schleicht sich der Sohn der Vogelsaurierfamilie auf Befehl seines Vaters ins Lager und entführt Buck. Naja, er will Buck entführen, greift sich aber in der Dunkelheit aus Versehen die Oma und bringt sie zu seiner Familie.
Der Vater glaubt natürlich auch, er hätte das Wiesel vor sich liegen. Sieh an, sieh an! Wie es aussieht, wirst du den Asteroiden jetzt doch nicht aufhalten, nicht wahr, Wiesel? Aber die Tochter erkennt sofort, dass es nicht das Wiesel ist. Das ist nicht das Wiesel, das ist... Keine Ahnung, was das ist. Als Oma aufwacht und ein paar Flügel sieht, denkt sie, dass sie verschieden ist. Wow. Ist meine Zeit gekommen, Engel? Zeit wofür? Ich marschiere in das Licht. Kann's kaum erwarten, die toten Verwandten wiederzusehen, die ich so hasse. Vor Glückseligkeit springt Oma einen der Vögel an den Hals. Nimm das weg, nimm das weg, nimm das weg! Geh und hilf deiner Schwester! Aber Dad, ich... Dämonengel! Ja! Oh! Wirst du zu Oma Barsch? Gibt's was auf den Arsch? Der Vogelsaurier-Vater macht kurzen Prozess und verschluckt die Oma einfach. Aber so leicht gibt die sich nicht geschlagen. Sie boxt so lange im Magen des Dinovogels herum, bis sie von ihm wieder ausgespuckt wird. Allerdings fällt die Oma dabei in eine tiefe Schlucht. Sehr früh am nächsten Morgen will Buck bereits wieder aufbrechen. Na gut, Säugetiere, Zeit weiterzugehen. Das muss uns nicht länger beschäftigen. Aber ja, ich habe die Tafel falsch gedeutet. Der Asteroid ist schon sehr viel näher. Sid fällt natürlich als erstes auf, dass die Oma fehlt. Sekunde mal, wo ist Oma? Oma! Hey, Oma! Vielleicht ist sie abgehauen. Oder sie hat einen Puck an den Kopf gekriegt. Ja, und vielleicht wurde sie von mörderischen 10 Meter großen Dino-Vögeln entführt, die sich an mir rächen wollen. Alle sehr gute Theorien. Ich entscheide mich für die mit dem Puck. Ich wusste es. Wir wurden die ganze Zeit von Dino-Vögeln gejagt. Ach, das waren nur 3. Ich wollte die Moral nicht ramponieren. Klar, denn vorher waren wir ja auf einer sorgenfreien All-Inclusive-Tour. Wartet mal kurz. Ich habe Ihre Fährte. Kommt! Aber sie kommen nur ein paar Meter weit und bleiben dann vor einem Abgrund stehen. Unter ihnen tut sich ein großer Krater auf, in dem Teile eines Asteroiden liegen. Säugetiere, wir haben's geschafft. Die Einschlagstelle. Das sind die Reste des vorherigen Asteroiden. Buck, deine Himmelssteine! Die Steine werden von den Resten magnetisch angezogen. Mit so einem riesigen Magneten können wir den Asteroiden definitiv umleiten. Ich meine, das Ding ist enorm. Es ist gewaltig. Es ist unmöglich, das Ding ins All zu schießen. Es ist sehr wohl möglich, und zwar auf eine Art, die wir bisher noch nicht kennen. Aber was ist mit den Dinovögeln? Und was ist mit Oma? Leider nichts. Es tut mir leid, Sid. Oma! Meine süße, bösartige Oma! Warum müssen das immer die Alten sein, die als Erste gehen? Wieso? Ich höre noch ihr süßes, schrilles Stimmchen, das aus dem Jenseits kreischt. Ellie merkt zuerst, dass der Schrei nicht aus dem Jenseits kommt, sondern unten aus dem Asteroiden. Oma lebt! Und steckt in Schwierigkeiten! Schnell machen sich alle auf ins Tal zum Krater. Was sie dort allerdings erwartet, spottet jeder Vorstellung. Im Inneren des Asteroiden liegt die Oma auf einer Steinplatte und ein Hase ist intensiv dabei, sie zu massieren. Ist alles in Ordnung? Ich bin mir nicht sicher. Rück sofort meine Oma raus! Wenn du das tust, kriegst du kein Trinkgeld! Dieses wunderschöne Faultier glücklich zu machen, ist für mich der schönste Lohn. Seht ihr? Der heiße Hase hat's kapiert! Oma! In dem Asteroid lebt ein Hase? Damit hätte ich nicht gerechnet. Warte, bis du das gesehen hast. Der Hase hebt die Oma von der Platte und geht mit ihr tiefer in den Asteroiden hinein. Manny folgt mit seiner Gruppe dem Hasen. Plötzlich kommen fremdartige Wesen angeschwebt. Ob die wissen, dass sie in einer magnetischen Zielscheibe leben? Sieht nicht so aus, als laufen hier große Vorbereitungen auf den Weltuntergang. Ich fass es nicht. Besucher! Wir hatten hier noch nie Besucher. Fasziniert schaut das Mädchen Sid an und schwebt auf ihn zu. Na hallo, mein Hübscher. Ich bin Brooke. Oh, welch auserlesener Knochenbau. So ein starker Käfer. Ich hab Schmetterlinge im Bauch.
Und mir wird kurz übel. Entschuldigt, dass ich diese schräge Liebesbeziehung stören muss, aber wir haben es eilig. Wenn wir nicht schnell was unternehmen, dann wird uns dieser Asteroid in 1000 Stücke sprengen. Oh, das klingt dringend. Dann bringe ich euch mal schnell zu ihm. Wer ist ihm? Dein Anführer? Er ist alles für uns. Er sieht alles. Er weiß alles. Und duftet wahnsinnig gut. Okay, okay, klingt ganz toll. Dann wollen wir mal. Fabelhaft. Darf ich bitten? Plötzlich bricht der Boden unter ihren Füßen weg, so dass nur noch die kleinen Stücke übrig bleiben, auf denen sie stehen. Und diese schweben mit ihnen hinter dem fremden Mädchen her. Bitte lasst Arme und Beine zu jeder Zeit im Fahrzeug. Aber lasst eurem Geist freien Lauf in Geotopia. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Vielleicht kann er uns helfen. Sie hat gesagt, er weiß alles. Und das ist ja eine Menge, nicht? Gemeinsam schweben nun alle durch einen Wald von Kristallen, die in den schönsten Farben glitzern. Auf einem großen, strahlend weißen Plateau landen sie. Da ist er, der Meister der Meditation, der Gebieter der Gelassenheit, der viermalige Schwergedichtsmeister der Welt. Dann kommt der Meister. Allerdings ist Oma von seinem äußeren Erscheinungsbild etwas enttäuscht. Ist das ein Lama? Ich hasse Lamas. Sie spucken und stinken. Genau wie sie. Genau wie wir. Oh. Seid gegrüßt, Säugetiere. Der Shangri-Lama empfängt euch jetzt. Oh, wundervoll. Und wo ist er? Er ist hier. Er redet mit euch. Oh, ich verstehe schon. Er ist ein Bauchredner und du bist seine Puppe. Nein, du bist die Puppe. Nein, du bist die Puppe. Nein, du bist die Puppe. Das ist der Typ, der uns retten soll? Schau dich hinein, Puppe. Ha! Ekelhaft. Aber mit Charme. Neues Thema. Wir werden alle sterben. Das ist nicht gut. Stress bringt einen um. Lockern wir unsere Glieder und öffnen unseren Geist. Herabschauender Hund! Shangri-Lama legt sich auf seine Vorderpfoten und streckt den Hintern in die Höhe. Nun sollen es ihm die anderen gleich tun. Manny schaut ihn entgeistert an. Ist das sein Ernst? Ich warte. Ich habe alle Zeit der Welt. Alle lassen sich herab und machen es dem Meister nach. Bis auf Buck. Genau genommen hast du nicht alle Zeit der Welt und wir anderen auch nicht. Denn da ist dieses Ding da oben am Himmel. Oh, das grelle purpurne Licht, das von Minute zu Minute größer wird? Was ist damit? Mir gefällt's. Hey, bei allem Respekt, eure Verdrehtheit. Das ist ein Asteroid. Er wird magnetisch von diesem Ort angezogen und rast direkt auf uns zu. Aha, er begehrt wohl unsere magnetischen Kristalle. Tja, wer kann's ihm verdenken? Die sind wirklich ganz toll. Wusstet ihr, dass sie uns die ewige Jugend bescheren? Ich bin über 400 Jahre alt. Mhm. Das ist nicht möglich. Klar ist es das. Ich bin 326. Ich hätte dich auf 250 geschätzt. Ja. Wir sind jung, glücklich und geborgen. Und da sind wir auf ewig. Gedankt sei Geotopia. Geotopia. Chapeau. Ganz reizend. Überlegen wir uns, wie wir das Ganze ins All schießen können. Entschuldigung, ihr wollt unsere Heimat zerstören? Sie wird so oder so zerstört werden. Aber wenn wir dieses magnetische Material in die Atmosphäre ballern, können wir die Flugbahn des Asteroiden verändern und alle retten. Was sagst du dazu? Des Meisters Körper verformt sich zu undefinierbaren Figuren und entknotet sich dann wieder. Deine Flexibilität ist unvergleichlich. Aber wie zum Teufel kriegen wir die Kristalle ins All? Gar nicht. Das ist unmöglich. Ich bin fix und fertig. Erfreut euch gesehen zu haben. Macht's euch gemütlich, wie auch immer. Der Meister spuckt einmal und zieht sich in sein Inneres zurück. Das war's. Er war unsere letzte Hoffnung. Wir sind verloren. Ja, allerdings war der Yoga-Unterricht umsonst. Peaches ist sehr verzweifelt und Julian versucht, sie zu trösten. Hey! Nicht weinen. Sieh's doch mal positiv. Wir können unser Leben vor unserem geistigen Auge vorbeiziehen sehen. Das bedeutet, ich kann mich in dich verlieben. Zum zweiten Mal. Nur du schaffst es, dass das Ende der Welt so klingt, als wäre es etwas Gutes. Ellie und Manny beobachten die zwei. Wir haben bei Peaches Erziehung gute Arbeit geleistet.
Sie ist stärker, als wir dachten. Noch vor 2 Tagen hätte ich alles dafür gegeben, dass sie bei uns bleibt. Jetzt würde ich alles dafür geben, um zu erleben, dass sie heiratet, zu Hause auszieht, mit ihren Kindern spielt, mit ihrem Mann tanzt und ihn anschreit, wenn er ihren Hochzeitstag vergisst. Wir hatten eine schöne Zeit. Alle zusammen. Du, ich und Peaches. Die beste. Also, wenn ich mir Sid so anschaue, scheint er sehr verliebt zu sein. Oh, Brooke, du bist so hübsch. Du raubst mir sogar mein Lispel. Ich wette, das sagst du zu allen Mädchen. Ich versuch's, aber meistens sind sie dann schon abgehauen. Oh, du bist ja so ein Romantiker. Hey, ich weiß, das klingt jetzt super aufdringlich, aber willst du mein Gefährte fürs Leben sein? Oh, Brooke, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir kennen uns doch erst seit 12 Minuten. Warum hat das so lange gedauert? Ja! Das war der beste letzte Tag auf Erden aller Zeiten! Ein Diamant! Ich brauche einen Diamanten! Wo finde ich einen? Ah, perfekt! Sid läuft zu einem Kristall, der einem Diamanten ähnelt, und bricht ihn heraus. Nein, Sid, Liebling, tu das nicht! Unsinn, nur das Allerbeste für meine eine wahre Liebe! Kaum hat Sid den Kristall herausgebrochen, stürzen Teile des Asteroiden in sich zusammen. Und die ganze Glitzerwelt ist nur noch trist und grau. Shangri-Lama ist entsetzt. Hoppla! Nein! Tölpel! Dummkopf! Einfaltspinsel! Redest du mit ihr oder mit mir? Diese Mauer war's, durch die wir alle jung geblieben sind. Jetzt sind wir alle verloren! Verloren! Und ich glaube, ich habe bereits hohes Fieber. Danke vielmals, Blödmann. Hey, ganz ruhig, Lama. Du redest mit dem Blödmann meiner Träume. Er hat's nur gut gemeint. Oh, er hat's gut gemeint. Wen interessiert's? So viel zur Gelassenheit. 300 Jahre Frieden und Harmonie zerstört durch ein kolossal, unglaublich, unfassbar dummes Faultier. Oh je. Tatsächlich. Sämtliche Geotopia-Tiere altern von einer Sekunde auf die andere. Auch Brooke steht nun mit grauen Haaren vor Sid. Oh, Brooke. Tut mir wirklich leid, Meister Lama. Leid? Leid? Deine Reue rettet die Mauer auch nicht mehr, du Kleiner. Ich brauche ein Schaumbad oder eine Massage. Beherrscht jemand Akupunktur? Ich muss meine Wut rauslassen. Alles muss raus. Es hat sich zu viel in mir aufgestaut. Ich möchte etwas schlagen. Man reiche mir ein Gesicht. Hinter dem cholerischen Shangri-Lama sieht Buck die Rauchschwaden eines Vulkans aufsteigen. Das ist es! Aufgestaute Energie! Das leistungsfähigste Triebwerk von Mutter Erde liegt direkt vor uns. Wer? Der große Rotzlöffel da? Ach, der Vulkan! Er ist unser Magnetwerfer! Wir müssen nur seine Dampfquellen verstopfen. Das ist ein verrückter Plan. Du bist ein verrückter Plan. Aber das ist völlig unlogisch. Wer sagt das? Der Professor für Logik? Professor Kätzchen McSnoha von der Universität? Miau, 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 miau. Siehst du? Enormer Druck führt zu einer enormen Explosion. Gut, wir müssen sämtliche Kristalle in den Vulkan kippen, aber pronto. Was? Nein! Ich gebe euch meine Kristalle nicht. Wir brauchen sie, um unser Refugium wieder aufzubauen. Darf ich dich daran erinnern, dass Geotopia nicht dir allein gehört? Nein, darfst du nicht. Die Kristalle sind aus dem Himmel zu uns gekommen und jetzt werden wir sie zurückgeben. Tun wir nicht. Tun wir doch, alter Kauz. Veränderungen sind nie einfach, aber sie sind Teil des Lebens. Es wird Zeit, dass wir das akzeptieren. Ob es dir nun gefällt oder nicht. Nicht. Hör zu, Lama. Ich dreh gleich durch und mache Müsli aus deinem Hintern. Also entweder bist du dabei oder du verbiegst dich zu einer Brezel und amastest dich schleunigst vom Acker. Kommt schon, Leute. Greift euch so viele Kristalle, wie ihr tragen könnt. Und immer daran denken, Rücken schön durchstrecken. Buck übernimmt nun das Kommando. Alle mal herhören, Planetenschutzteam. Schritt 1. Druckaufbau im Vulkan ist unser nächster Plan. Der Dampf darf nicht entweichen. Und ist irgendwo ein Leck, ist der ganze Druck weg. Schritt 2. Sämtliche Kristalle in den Krater kippen, bevor er explodiert. Stapelt sie bis in den Himmel, damit der Asteroid seine Bahn woanders zieht. Und so packen alle an und verrichten ihre Arbeit.
So ist es gut, Freunde. Immer rein damit. Jeder Kristall zählt. Gute Nachrichten, Freunde. Wir sind dem Zeitplan 6 Minuten voraus. Irgendjemand da oben meint es gut mit uns. Währenddessen versucht unser Eichelbewacher, mit dem Raumschiff wieder irgendwie zur Erde zurückzukommen. Nachdem er alle Knöpfe gedrückt hat, die er finden konnte, bewegt sich das Schiff tatsächlich auf die Erde zu. Allerdings rammt es dabei den großen Asteroiden, der daraufhin in Bewegung gerät. Die Tiere schleppen wie verrückt jeden Kristall, den sie nur finden können, zum Vulkan hoch. Allerdings kriegen sie unerwarteten Besuch. Die Dino-Vögel haben sie gefunden und der Sohn greift sich Buck. Ah, tut mir echt leid. Ich bin gerade echt hin und her gerissen. Langsam machst du dich, Roger. Und jetzt mach ihn fertig. Wartet, wartet, ihr versteht das nicht. Seht ihr das? Wenn der Asteroid einschlägt, sterben wir alle. Wenn er einschlägt, sterben wir alle. Genau da hörst du dich. Denn während ihr um euer Säugetierleben rennt, schweben wir da oben am Himmel über alles hinweg. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Wir sind in Sicherheit, wie die Vögelchen dort. Der Vater der Truppe zeigt auf vorüberziehende Artgenossen, die genau in diesem Moment von herabsausenden Meteoriten getroffen werden. Das muss wehtun. Glückstreffer. Großer Glückstreffer. Ich wusste es. Ich hatte recht. Es gibt kein Paradies. Was? Ich bin zu jung, um aufzusterben. Sie hat's kapiert. Ich bitte dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Worauf wartest du noch? Töte ihn! Nein, Dad. Das lasse ich nicht zu. Willst du wissen, was ich an unserer Familie so liebe? Dass wir am Leben sind. Es gibt jetzt wichtigere Dinge als deinen Stolz. Wenn dir etwas an uns liegt, solltest du ihn nicht töten. Du solltest ihm helfen, Dad. Pops, ich sag's nur ungern, aber mein durchgeknallter kleiner Bruder könnte recht haben. Als Vater würde ich sogar mit meinem ärgsten Feind zusammenarbeiten, um meiner Kleinen eine glänzende Zukunft zu ermöglichen. Und so haben sie weitere Mitstreiter gefunden, um den Planeten zu retten. Jetzt kommt es drauf an. Der größte Kristallbrocken muss nun in den Schlund des Vulkans gestoßen werden. Manny will es versuchen. Ich schub's ihn rein. Geh mit Peaches und Ellie. Nein, ich lass dich nicht zurück. Wir machen das zusammen. Aber so sehr sie auch versuchen, ihn zu bewegen, sie schaffen es nicht. Er ist einfach zu schwer. So wird das nichts. Rein damit in die Halfpipe. Manny, ich hab einen Plan. Wir müssen den Kristall rollen lassen. Du weißt schon, dass er in den Vulkan rein soll, oder? Manny, das Einzige, was ich mir wünsche, ist ein Leben mit Peaches. Und dir zu beweisen, was ich kann. Also gut, das sind 2 Dinge. Ich wünsche mir diese 2 Dinge. Denkst du wirklich, ich würde die einzige Chance vermasseln, die ich noch habe? Na gut, dann machen wir es so. Auf mein Zeichen. Julians Idee funktioniert auch. Der riesige Kristallbrocken liegt direkt vor einer Felsrinne, die abwärts in den Vulkankrater führt. Der Kristallkoloss wird von Manny und Julian in die Rinne gedrückt und schon rollt er hinunter. Manny jubelt. Ja, ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Moment, was? Liebe. Mach's gut, mein Hübscher. Wiedersehen, Sydney. Alle winken sich noch einmal zu. Dann machen sich Manny, Sid und die anderen wieder auf den Heimweg. Die Geotopia-Tiere nehmen nach dem Abschied erst einmal ein Bad in einem nahegelegenen Kratersee. Das ist gut für die alten Glieder. Niemand von ihnen bemerkt, dass ein kleiner Meteorit ins Badewasser fällt. Du brauchst mehr Ballaststoffe. Da hat er recht. Das Stückchen Weltraumstein lässt das Wasser brodeln und die Badenden werden plötzlich wieder jung. Shangri-Lama ist wieder oben. Auf, Baby! Gladys? Sogar Oma wird wieder zum heißen Feger. Dem Hasen stockt der Atem.
Na, hallo, Teddybär. Das Whirlpoolen ist eine verdammt heiße Sache. Oh. Unglaublich! Das ist sowas wie ein niemals alt werden Brunnen. An den Namen können wir später noch feilen. Zu Hause wird alles für die Hochzeit von Peaches und Julian vorbereitet. Peaches ist ziemlich nervös vor dem großen Ereignis. Ich weiß es nicht. Was soll ich nur tun? Liebling, hör mir zu. Das ist normal, okay? Alle werden nervös. Was ist denn? Was ist passiert? Es ist nur... Ich kann nicht weggehen. Wie soll ich das denn machen? Ich will euch nicht allein lassen. Hey, Felknäuel. Erinnerst du dich noch an unser erstes Eishockeyspiel? Du hattest große Angst, aufs Eis zu gehen, weil es so glatt war. Und weißt du noch, ich hab dich festgehalten, als du losgeschlittert bist. Und als ich wusste, dass du es kannst, habe ich dich losgelassen. Ach, Dad. Ich weiß, du bist bereit. Und jetzt musst du loslassen. Ich wusste, du brauchst jemand Besonderen, der mit dir seelenverwandt ist. Und du hast ihn gefunden. Genau wie ich. Das ist jetzt deine Zeit, Schatz. Sieh dir die Welt an. Jag deinen Träumen nach. Und wenn du irgendwann wieder zurückkommen willst, sind wir da, okay? Peaches drückt ihre Eltern. Ellie setzt ihr die Brautkrone auf. Ah, jetzt ist es soweit. Manny und Ellie führen ihre Tochter zu ihrem künftigen Gatten. Die Zeremonie beginnt. Sid hat alles bestens organisiert. Es läuft wie am Schnürchen. Ich will. Aber sowas von... Alle freuen sich und feiern. Nur Sid ist traurig. Er muss ständig an seine tragische Liebe denken. Doch als er sich umdreht, steht sie plötzlich vor ihm. Schön und wieder jung. Sid! Brooke! Das ist unglaublich. Du bist wieder jung und ich bin immer noch Single. Ich schätze, das Universum meint es gut mit uns. Oh oh, auch hier höre ich schon die Hochzeitsglocken läuten. Manny kommt auf Sid zu, um sich bei ihm für das tolle Fest zu bedanken. Sid, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber das hast du toll gemacht mit der Hochzeit. Ich schulde dir was. Das kann man wohl sagen. Hier ist meine Rechnung. Was? Der Vater der Braut bezahlt die Hochzeit. Ist eine Tradition, die ich gerade erfunden habe. Quatsch, das ist ja lächerlich. Allein die Kosten für die Blumen. Blumen sind nicht billig. Nein, die sind umsonst. Wir sind in einem Wald. Diese Rechnung ist ja unerhört. Alles ist wieder in Ordnung und die Erde dreht sich weiter. Apropos, was macht eigentlich unser Rattenhörnchen? Tja, das saust immer noch im Raumschiff umher. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen, was für eine Katastrophe es als nächstes auslösen wird. Aber was soll's? Das wäre ja wieder eine neue Geschichte.